Herzlich willkommen, eine neue Folge Tauzi ruft an, die allererste internationale. Es ist Sonntagmorgen, kurz nach acht, irgendwo mitten in Amerika. Good morning, Dennis Erdmann. Guten Morgen, Lars. Wo wohnst du, Saarbrücken? Nee, ich wohne mittlerweile in Frankfurt. Ja, siehst du. Guten Morgen nach Frankfurt, also auch international. Aber ich bin sicher, die Grüße gehen vor allem ins Saarland, weil da die meisten Leute jetzt zugucken werden. Ja. Und ich glaube, viele freuen sich auch, dich wieder zu sehen. Wie geht's dir denn? Du bist jetzt seit ein paar Wochen in den USA. Fühlst du dich schon so ein bisschen nach zu Hause an? Ja, schon. Ich war zwischendurch nochmal zu Hause, weil ich musste ein bisschen was mit meinem Visum regeln. Aha. Da war nicht alles so ganz einfach hier in den USA. Und ja, jetzt bin ich seit acht Wochen bin ich wieder hier. Und ja, fühlt sich nach zu Hause an. Hast du irgendwas Spezielles von zu Hause mitgenommen als Erinnerung an Deutschland? Ehrlicherweise nein. Also ich hab gar nichts mitgenommen. Wir verkaufen alles momentan drüben. Dann bleibt es auch dabei. Also ich sehe jetzt auch keinen Weg mehr zurück. Also ein kompletter Neustart. Mega. Ja, also kompletter Neustart, auswandern, wie man es halt so kennt. Ich will auf jeden Fall auch nicht mehr zurückkommen. Klar, für so Heimatbesuch, klar, wahrscheinlich meine Freunde zu sehen und alles drum und dran, aber nicht mehr, um in Deutschland zu leben. Gibt es denn noch so Momente, wo du denkst, oh, hier ticken die Uhren schon noch ein bisschen anders, anderes Land, andere Kultur, oder ist im Großen und Ganzen alles ähnlich wie bei uns? Nee, also ich habe die ersten Wochen hatte ich schon Eingewöhnungsprobleme, besonders was, sage ich jetzt mal, das Essen betrifft, weil es ist doch schon anders. Man denkt so, ah, okay, ist USA und ist alles gleich, aber was, nee, also da ist nichts gleich. Da hatte ich echt Probleme mit, was auch so meinen Magen betrifft, weil du isst halt was und du bist halt die Zutaten, also nicht gewöhnt. Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, gehst jetzt irgendwo in den Supermarkt, da musst du halt schon drauf achten, was du halt dir kaufst. Und nicht einfach, weil in Deutschland bist du ja gewöhnt, was du kaufst. Was ich vermisse, ist klar, ist so Brot, aber hier gibt es eine deutsche Bäckerei. Das ist schon mal ganz gut. Hier gibt es auch mehrere deutsche Restaurants. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das, was ich sage, dass, weiß ich nicht, da gehe ich jetzt unbedingt hin oder klar, für ein Brot kaufen gehe ich hin, aber ich gehe jetzt nicht hin, um jetzt Schnitzel zu essen oder sonst irgendwas. Ja, was ist sonst noch? Ja, halt alles so, was jetzt auch mit Fußball betrifft, das ist ja doch schon ein bisschen was anders. Aber groß im Ganzen bin ich schon sehr, sehr glücklich und zufrieden hier auf jeden Fall. Also allein die Anreise zu den Auswärtsspielen ist ja anders, ne? Das ist ja keine Auswärtsfahrt, sondern wahrscheinlich eher ein Auswärtsflug. Also du spielst in der Western Conference in Kalifornien, Texas, New Mexico. Wie läuft das ab, wenn ihr da zum Auswärtsspiel müsst? Also jetzt war es zum Beispiel so, also ich habe jetzt zum Beispiel nicht gespielt gestern, weil ich eine kleine Zerrung in der Hüfte hatte nach dem Spiel. Es war ein richtig blöder Sprint im letzten Spiel. Und dann habe ich schon gedacht, so, oh fuck, scheiße, jetzt irgendwie was gerissen, aber Gott sei Dank nur Zerrung. Das heißt, ich kann nächste Woche wieder spielen in Miami. Jetzt zum Beispiel sind wir geflogen am Donnerstagmorgen sind die Jungs nach Alabama geflogen und haben da gestern gewonnen. Und jetzt ist heute noch Regenerationstag in Alabama und die kommen jetzt heute Abend wieder. Und man ist dann quasi immer so 4 Tage auf Tour. Also auch wenn wir jetzt nach Miami fliegen. Ich habe jetzt Montag Training, Dienstag Training, Mittwoch frei, Donnerstag Abflug nach Miami und wir kommen dann Sonntag wieder zurück. Also sind immer so 4 Tage, die du halt einplanen musst für eine Auswärtsfahrt. Ist ja nicht so schlecht. Also die Städte, in denen wir spielen, sind ja nicht so verkehrt. Ja. Über Las Vegas. Und man hat da ein bisschen Zeit für sich selber. Also ist ja nicht so, dass man so ein, klar, man hat so einen Plan, aber man kann auch natürlich mal 4-5 Stunden am Tag raus und was von der Stadt sehen. Also von daher ist es, glaube ich, ganz gut. Ja, geil, es fühlt sich ja auch ein bisschen an wie Champions League wahrscheinlich, oder? Wenn ihr da immer in den Flieger steigen dürft. Ja, also das Problem, also das größte Problem war jetzt auch, wo wir, was die Jungs mir erzählt hatten, war, dass die Zeit halt immer. Die Zeit und die Hitze, das ist halt der größte Unterschied, auf den du, wenn Mannschaften zu uns kommen, die haben halt Probleme mit der Höhe, weil wir sind das höchste Stadion und die, die,
Aber mir fallen manchmal so deutsche Wörter nicht mehr ein. Wir sind. Ah, ist der Klassiker. Oh, wie sagt man auf Deutsch? Unser Stadion liegt auf 2000 Meter Höhe. Ja. Und die Mannschaften kommen her und die Luft ist halt, also die ersten Wochen für mich waren hier brutal. Weil du kannst kaum, du gehst raus und gehst spazieren und denkst so, oh, du kannst gar nicht mehr gehen. Also du, deine Lungen, die wirklich, das ist richtig krass, die Luft ist dünn. Und die Mannschaften, die zu uns kommen, haben richtige Probleme. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, im Juni habe ich Spiele in Texas, 3 Auswärtsspiele hintereinander in Texas, da sind halt dann 40 Grad. Ja, okay. Dann ist der Vorteil der guten Luft bei euch schon wieder ausgemerzt. Genau, es gibt immer so, und das ist das Krasse halt hier, dass man immer hin und her fliegt, dann die Zeitunterschiede. Und das sind ja, glaube ich, 2 Stunden in Miami Unterschied. Mhm. Das ist schon was anderes, ne? Dass du dann 2 Stunden weniger Schlaf bekommst oder der Rhythmus ein bisschen gestörter ist. Da musst du halt so ein bisschen drauf eingehen. Aber Trainerteam und auch was Staff betrifft, alles drum und dran, die sind schon alle top. Weil die das ja auch schon seit mehreren Jahren machen. Fliegt ihr da mit dem Privatjet oder Linie? Immer Linie, also entweder United oder American Airlines. Es kommt ganz dran, von wo wir fliegen. Manchmal fliegen wir von Denver aus, manchmal fliegen wir von Colorado Springs aus. Das ist dann immer ein bisschen unterschiedlich, wie wir gerade so. Also für privat reicht es, glaube ich, noch nicht. Aber geil, trotzdem geil. Also die Colorado Springs Switchbacks sind es, bei denen du spielst. In der zweiten Liga in den USA. Drei Spiele bisher in der neuen Saison, 3 Siege, also läuft. Als es damals hieß, Dennis Erdmann wechselt in die USA, haben viele gedacht, es geht in die Major League, in die erste Liga. Warum jetzt die Switchbacks? Warum hast du dich für die entschieden? Ich hatte sogar ein paar Sachen. Ich hatte eine Sache aus der MLS gehabt und auch mehrere Sachen aus der United Soccer League, also aus der zweiten Liga. Am Ende des Tages habe ich jetzt mich für die Switchbacks entschieden, weil erstmal der Trainer, der ist jung, hungrig, willig, also wirklich ein super Trainer. Das Stadion ist brandneu. Mhm. Das ist ein Zweitligastadion mit allem drum und dran. Also egal, was du willst als Fußballer, das bekommst du da. Und natürlich auch so andere Perspektiven, ne? Für mich selber jetzt. Langfristiger Vertrag, Möglichkeit, für immer hier bleiben zu können. Und da bin ich natürlich auch sehr dankbar, dass mir die Möglichkeit gegeben worden ist. Und das hat man, glaube ich, auch in den Spielen oder jetzt in den Wochen gesehen, dass ich ja manchmal auch gut tue und auch helfe. Und das, was man mir so quasi, die Hoffnung, in die man mich so reinversetzt hat, dass ich hier auch dann wieder spielen kann. Und das ist schon mal ganz gut. Und deshalb, ja, ich fühle mich halt schon sehr wohl hier. Und was ich so gelesen habe, ihr habt ja auch schon Ambitionen, ne? Also bis letzte Saison, glaube ich, 5. Platz und diese Saison, wenn es dann in den Playoffs weit nach vorne geht und eventuell ein Aufstieg kommt, wäre das ja nicht das Schlechteste. Also aufsteigen können wir leider nicht. Ach so. Aufsteigen können wir leider nicht, weil das ist halt das amerikanische System. Du kannst halt Meister werden und du musst halt in deiner Liga bleiben, weil die MLS ist halt so, die haben halt schon einen Club aus Colorado, das sind die Colorado Rapids, die Denver. Und von daher, das System ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das kennt man nicht aus Deutschland. Aber für uns auch so, sagen wir mal, wenn wir Sechster werden, dann bist du ja trotzdem berechtigt, die Playoffs zu spielen und kannst in den Playoffs dann Champion werden. Aber für mich ist das Ziel, was ich den Jungs auch gesagt hatte, und ich musste sogar so eine Rede halten vor so Dauerkarteninhabern und hin und her. Das war, ich war ein bisschen im Struggle, aber ich konnte es gerade so machen. Habe ich auch gesagt, ich bin nicht nach in die USA gekommen, um irgendein Spiel zu verlieren gegen irgendeine Quartz-Mannschaft, sondern ich will jedes Spiel gewinnen und am Ende des Tages in den Playoffs ist immer nur ein Spiel, das Playoff-Spiel. Ja. Und von daher, ich will hier dieses Jahr Champion werden und dann mal sehen, was passiert. Wie sagt man Quartz-Mannschaft auf Englisch? Keine Ahnung. Shitty Team. Aber mit Englisch klappt gut. Ja. Sehr gut. Also, ja, die ganze auf den Kopf gefallen, Gott sei Dank. Ich habe ja ein bisschen aufgepasst in der Schule. Aber dass du in die USA gewechselt bist, jetzt im Winter, kam ja für viele überraschend. Also du hast ja auch schon oft gesagt, dass es immer dein Traum war, in den USA zu spielen, aber dass es jetzt gerade der Zeitpunkt gewählt wurde, hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, was so vorgefallen ist in der Hinrunde. Hattest du auch so den Eindruck, ich bin in Deutschland verbrannt, ich muss da raus, ich komme da eh nicht mehr so richtig auf die Füße? Also ich hatte schon mal mehrere Sachen ab
März, April 2021 in München gehabt, mhm. USA. Und war da immer drauf und dran. Und da waren wir mitten im Aufstiegskampf und waren immer ganze Zeit sogar sehr gut dabei. Und dann habe ich auch mit Michael Kölner und Günther Grenzel gesprochen. Habe ich gesagt, ja, eigentlich will ich jetzt schon wieder weg. Und super Möglichkeiten, da meinen die auch so, ja. Das Problem ist, wir sind im Aufstiegskampf und du kannst halt nicht einfach so abhauen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann beiß ich halt in den sauren Apfel. Ich bin ja auch ja kein Hund, der wegläuft. Und bin halt geblieben. Und dann war im Sommer war halt gar keine Möglichkeit da zu wechseln, weil viele Vereine hatten noch so ein bisschen Probleme mit Corona und Einreisebedingungen. Da war ja alles noch so ein bisschen schwammig. Und ob ich das Gefühl habe, verbraten? Nee, eigentlich nicht. Also muss ich wirklich sagen, null. Also ich habe mich am Ende des Tages einfach nicht mal wohl gefühlt, weil ich einfach im Allgemeinen keine Lust mehr hatte, in Deutschland zu leben. Und es ist einfach nicht mehr meins. Ja. Nee, es war ja auch eine heftige Zeit. Also wenn wir jetzt nochmal ganz kurz über diesen 25. August sprechen, ja, also Spiel gegen Magdeburg, wir gewinnen 2-1, alles ganz normal, das Spiel ist zu Ende. Schiedsrichter hat keinerlei besonderen Vorkommnisse, keiner sagt irgendwas. Und dann ging es ja so eine Stunde, zwei, drei nach dem Spiel plötzlich los. Weißt du noch, wann du zum ersten Mal von diesen Vorwürfen gehört hast, nach dem Spiel? Ja, vor dreiviertel Stunde oder so. Ich lag auf der Liege. Der Doc hat mich vor dem Spiel hat er mich gespritzt. Er hat mir so zwei Spritzen ins Knie, damit mein Knie betäubt war. Dann habe ich gespielt. Und nach dem Spiel, ich konnte gar nicht mehr laufen. Dann habe ich zum Doc gesagt, boah Doc, du musst irgendwas machen. Dann habe ich mich auf die Liege gelegt, dann lag ich da mit Beine hoch, weiß nicht, 20, 25 Minuten, keine Ahnung. Und dann kam Peter Müller zu mir und dann meinte er zu mir so, ich lache jetzt darüber, ne, aber eigentlich ist das schon traurig. Dann meinte er zu mir so, ja, der Artig, der steht jetzt gerade da vor der Presse und sagt, du hast die Leute, du hast Spieler beleidigt und rassistisch beleidigt. Dann habe ich so gedacht, ach, was labert der? Sag ich, sag, der soll deinen Mund halten, was ist denn los mit dem? Sag, dieses, ich weiß nicht, und dann habe ich so realisiert, dann habe ich mir schon so gedacht, so, ah, okay, könnte eine schwierige Nummer werden. Dann meinte ich so zu Peter so, was meint denn der? Ja, du hast ihn beleidigt im Spiel und der ist jetzt ja gerade bei der Bild-Zeitung hin und her. Da habe ich mir gar nichts bei gedacht. Da habe ich gesagt, ach, lass den labern. Der hat verloren, der labert Blödsinn. Und ich habe schon von vielen anderen immer gehört, dass er sowieso nicht der Hellste sein soll. Da habe ich gesagt, komm. Ich bin ja sowieso, wenn abgepfiffen oder was privat betrifft, ich will ja sowieso keinen Stress haben. Ich bin so eigentlich easy und normal. Und dann bin ich nach Hause, also ins Hotel gefahren, habe ich noch im Hotel gewohnt. Und dann abends auf einmal ruft mich die Bild-Zeitung an, also nachts, weiß nicht, 1 Uhr oder so, ruft mich einer von der Bild-Zeitung aus Dresden an, den ich kenne, und meinte so, ja, die machen da draus gerade eine große Nummer, du musst den auf jeden Fall mal anrufen, ich gebe dir mal seine Nummer. Dann habe ich die Nummer bekommen von diesem Typen von der Bild-Zeitung, habe ich den angerufen, habe ich gesagt, Junge, was ist los mit dir? Was kann doch nicht sein, dass du so eine Scheiße schreibst, ohne dass jetzt irgendwas vorgefallen ist. Ja, der Artig beschwört das. Dann habe ich so gesagt, ja, aber wenn ich jetzt beschwöre, auf der Straße liegen 1 Million Euro und nehme die mit nach Hause und nächsten Tag kommt einer und sagt, ich habe die 1 Million Euro da liegen lassen. Also man muss doch irgendwie auch so ein bisschen, also noch eine Beweiskultur haben. Ja, absolut. Dann hat er gesagt, nee, die Aussagen hätten ihm gereicht und er will jetzt auch keine große Nummer draus machen, aber jetzt hat er es geschrieben und dann ist es halt nun mal so. Ja, und super. Gesagt, ja, dann habe ich noch Peter Müller geschrieben, habe ich gesagt, Peter, hier, das ist die Nummer von ihm und so weiter und so fort. Und der hat sich gar nicht abbringen lassen, der Typ von der Bild-Zeitung. Das ist ein junger Kerl. Ich habe den schon mal ein paar Mal getroffen in Dresden. Der war früher in Dresden zuständig eigentlich. Also der war quasi Junior-Sportchef in Dresden, wie auch immer. Und ich habe den in Dresden ein paar Mal getroffen. Und eigentlich war der immer mir gut gesonnen. Also wir waren auch ab und zu mal, wenn ich jetzt mal unterwegs war, da habe ich ihn mal gesehen, weißt du, in Dresden, so was Restaurantbesuche betrifft. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich habe ganz gute Raten mit dem, aber der hat dann irgendwie hat nichts gesucht, aber der Artig hat ihm was gegeben und am Ende des Tages hat er daraus so ein dickes Ding gemacht und mehrere Wochen lang, dass ich dann, ja, du weißt es ja, also die Leute wissen ja selber, dass ich dann einfach derjenige war, der den größten, ich sage sogar, was rein sportlich oder rein menschlich betrifft, hat der DFB oder auch Magdeburger, die Spieler, den größten Betrug an mir gemacht,
den es jemals gegeben hat, wahrscheinlich an den Menschen. Weil ohne irgendetwas sagen, nö, also der ist jetzt 8 Wochen gesperrt. Ja, vor allem, also was der DFB dann gemacht hat, das war ja wirklich einmalig, dass sie die Unschuldsvermutung umgekehrt haben und dann nicht gesagt haben, im Zweifel für den Angeklagten, sondern du warst ja plötzlich in der Rolle, dass du beweisen solltest, dass du das, was man dir vorwirft, nicht getan hast. Also wie kommt man denn auf sowas? Ich weiß nicht, wie der DFB, deswegen sage ich ja, also das, was der DFB jetzt die letzten Wochen auch wieder getan hat, von wegen, das beste Beispiel ist Bochum und Toguchi. Mhm. Toguchi hat, da habe ich schon seit Monaten krasse Sachen gehört von München, dass die eigentlich gar kein Geld hatten, also die haben schon seit 2 Jahren gar kein Geld, sondern der Geschäftsführer, also hat man mir so erzählt, der Geschäftsführer musste immer den Präsidenten anrufen und sagen, ey, wir brauchen Geld. Du musst uns irgendwie Geld geben. Dann hat der Präsident gesagt, ja komm, jetzt hier, 2 Monate, 500.000, halt die Klappe, ich will von dir nichts mehr hören. So. Und so haben die das gemacht. Ja, super, sehr seriös. Ja, genau. Und jetzt sagt der DFB, wir haben alles geprüft und Toguchi ist dafür verantwortlich. In Bochum findet ein Becherwurf statt und da sagt der DFB, also Bochum, die sind dafür zuständig, dass der Typ den Becher nicht auf dem Platz schmeißt. Aber das ist doch genau dasselbe. Ja. Der DFB ist dafür zuständig, dass Toguchi Geld hat. Bochum ist dafür zuständig, dass der Typ keinen Becher auf... Also weißt du, was ich meine? Hier wird der DFB schiebt immer die Last oder immer die Dinge, die denen auf die Füße fallen können, schieben die immer weg. Auch jetzt, wie es bei mir vorgefallen ist. Die rufen den Schiedsrichter an und der Schiedsrichter sagt, Erdmann, der hat gespielt wie immer, aggressiv, ich habe immer mit dem geredet, ich war immer nah bei ihm, ich kenne ihn schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren und da ist nichts vorgefallen, kein Spieler kam zu mir hin und her und dann sitze ich neben Peter und neben Mann und habe gesagt, ja, da ist das Ding jetzt gelaufen. Also. Eben, was der Schiedsrichter sagt, gilt immer, ne? Ist immer das genau. Oberste, aber nein. Genau, und dann sagt er, dann sagt der Richter so, ja, also ist ja schön und gut, was der Schiedsrichter erzählt, aber der glaubt den Spielern. So. Und dann saß ich da, hab ich gesagt, das kann doch nicht sein. Und die größte Frechheit war ja, dass ich gesperrt worden bin, ohne überhaupt ein Urteil. Also die haben mich einfach vorab gesperrt und gesagt, ne? Erstmal 7 Spieltage gesperrt, bevor du überhaupt was dazu sagen durftest. Genau. Und am Ende des Tages, weiß ich nicht, ich wollte immer die ganze Zeit was sagen, ich wollte immer die ganze Zeit so ein bisschen auch so vorbrechen und sagen, so, ne, aber ich weiß nicht. Ich wollte ja auch keinem, ich wusste ja auch nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll, ne. Ich war ja auch total, weiß nicht, überfordert. Also es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich überfordert war. Also wirklich, dass ich auch nichts machen konnte, ne. Das ist immer das Schlimmste für mich. Sitzt in einem Flugzeug und du kannst nichts machen, ne. Kannst einfach nur hoffen, dass da jemand irgendwie, weiß ich nicht, Erbarmen hat oder dir glaubt oder sowas. Und das ist immer so eine Sache mit dem Glauben. Dann sagen die Leute immer, ja, auch was dann die zweite Gerichtsverhandlung getroffen hat, ja, also Zeugen von uns, alle ausgesagt, dann sogar unabhängige Zeugen, also sogar Kaiserslautern-Fans, sagen da aus, dass die mich vorher verletzen wollten und hin und her. Also es gab die Absprache beim Abschlusstraining unter anderem von Attic und Condé. Ja, und dann, am Ende des Tages ist denen das so scheißegal. Und dann sagen die einfach, die wollten ihn halt verletzen, aber ist ja nichts passiert. Ist ja auch schön und gut, dass die Spieler ausgesagt haben, dass die ganze Zeit bei mir waren und in jeder Aktion und hin und her. Aber am Ende des Tages könnte ich das ja auch irgendwann gesagt haben. Und dann, was willst du da machen? Was willst du da machen? Der DFB, der DFB macht und tut, was er will. Und jetzt immer, weißt du, was ich hasse? Ich hasse diese zwei Seiten vom DFB. Einerseits sagen die, wir wollen jetzt wieder alles verändern und jetzt mit einem neuen Präsidenten und hin und her und vorne. Und jetzt auf einmal kommt das beste Beispiel. Die hätten jetzt 2 Gelegenheiten gehabt. Einmal mit Bochum und mit Gladbach das Spiel zu wiederholen, weil was kann Bochum dafür, dass irgendein Vollidiot einen Becher auf den Schiedsrichter schmeißt? Eben, kann überall. Angenommen, der ist kein Bochum-Fan, sondern, keine Ahnung, Wattenscheid 09-Fan. Weißt du? Und der wirft dann den Becher auf dem Platz.
Ja. Und auch, dass sie mit Taguchi, die hätten noch das Beste, die beste Möglichkeit wäre doch gewesen, zu sagen, okay, wir als DFB gehen jetzt mal einen anderen Weg und nicht immer nur sagen, ja, wir schieben alles von uns weg, weil wir sind die Guten, wir sind die Guten. Nee, die sind scheiße. Und das schon seit Jahren. Und die Ultras haben, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren es da den Aufstand gab, ich glaube vor 5 oder 6 Jahren, wo die Ultras auf einmal Lärm gemacht haben. Und es spielt sich so ein Scheiß ab beim DFB und keiner macht irgendwas. Keiner macht irgendwas. Und das bei deiner Angelegenheit gefragt habe, was ich bis heute nicht verstehe, ist das was Persönliches gewesen zwischen dir und Attik oder hat er einfach nach dem Spiel Scheiße gelabert und hat dann gemerkt, Mist, jetzt ist dieses, wie du sagst, Flugzeug in der Luft und jetzt versuche ich selber irgendwie da heil rauszukommen, deswegen bleibe ich einfach bei meiner Aussage. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorgegangen ist. Also wir haben auch andere Spieler und alles drum und dran. Natürlich gebe ich auf dem Platz alles, aber ich weiß, wo meine Grenze ist, dass ich nicht über diese Grenze hinausgehe. Und heutzutage ist es immer so, da wird immer, das war ja auch bei Duisburg und Osnabrück so der Fall, da war vorgefallen, am Ende des Tages war es nicht. Ja, dass ein Zuschauer was gerufen haben soll, also auch rassistische Sprüche und am Ende hat sich herausgestellt, dass er gar nicht den dunkelhäutigen Spieler gemeint hat. Genau. Also irgendwo, für mich gibt es auch irgendwo Grenzen. Und was der Artig da, ich kann es dir nicht sagen, ich habe auch über das Thema gar nicht mehr nachgedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne? Also ich habe das schon seit 3 Monaten ausgeblendet, weil es mir einfach scheißegal war. Die steigen auf in die zweite Liga, der wird im Sommer gehen, 100%, der wird irgendwo, weiß nicht, wo er hinwechseln wird. Aber das sind halt, weiß ich nicht, ich will jetzt auch gar nicht mehr über den so reden oder über allgemein das. Nee, lassen wir es. Dann geben wir dem nicht mehr Licht, als er unbedingt braucht. Ich will aber auf eine Sache noch. Ja? Das ist ja am Ende des Tages, das ist immer so, je mehr man drüber redet, desto mehr bekommt es einem so, weißt du? Desto größer wird es und so weiter und so fort. Und der Junge, ich glaube, der ist nicht schlauer. Der ist nicht schlauer als 10 Meter Feldweg. Und am Ende des Tages muss er dafür selber entscheiden, ob er den richtigen Weg geht oder wie auch immer. Also ich kann nur sagen, dass ich mich immer korrekt verhalten habe, auf dem Platz oder auch neben dem Platz. Und von daher, das ist das Wichtigste, dass ich weiß oder dass meine Familie weiß oder meine Mitspieler wissen, dass ich sowas niemals oder dass sowas niemals getan habe oder weiß ich nicht, weißt du? Und das ist für mich. Genau da, was du gerade sagst, das gehört ja auch dazu. Also du hast ja einen sehr emotionalen Post gemacht, auch bei Instagram, weil du ja wirklich eine intensive Zeit hattest mit extrem vielen Anfeindungen. Du hast ein Video gezeigt, wie dein Auto irgendwie von oben bis unten verschmiert wurde. Was ist da alles bei dir angekommen in dieser Zeit? Ja, alles das, was man sich so vorstellen kann. Also ich weiß nicht, wo die Leute meine Adresse her hatten, aber da kamen Pakete, Briefe, weiß ich nicht, alles Mögliche, Auto zerkratzt. Das musste ich jetzt für 300.000 Euro polieren und lackieren lassen zum Beispiel, weil ich habe gedacht, Mehl und so weiß nicht, Öl oder irgendwie sowas oder Essig, ich weiß nicht, irgendwie sowas war das und ich verkaufe mein Auto gerade und ich habe gedacht, okay, direkt danach habe ich es in die Waschanlage gefahren und habe das so mit der Hand alles sauber und jetzt habe ich aber gehört von meinem Kollegen, dass das Auto komplett lackiert werden muss, weil überall, das ist ja klar, dieses Mehl, das ist so, weißt du, das schürbelt halt und das muss ich jetzt auch noch machen lassen. Es war ein Porsche, oder ist ein Porsche, muss man dazu sagen, deswegen ist es so teuer, ne? Ja, genau. Und das sind einfach so Themen, weißt du, also, weiß auch nicht. Und am Ende des Tages, wollte ich nur mal kurz sagen, weiß nicht, ob die Leute das wussten oder nicht, am Ende des Tages kam es ja zu der zweiten Verhandlung in Frankfurt und da kam der DFB, das wissen die Leute ja gar nicht, da kam der DFB auf uns zu und hat gesagt, es wurden ein paar Fehler gemacht, können wir nicht irgendwie was machen? Ein Deal machen. Genau. Und dann am Ende des Tages wurde ich dann gefragt, oder der Horst, der Anwalt, wurde dann gefragt, wie wir es machen und ob wir es machen und wie wir es genau machen.
Und dann hat der DFB was gefordert, dieses komische, dieses fiktive Geständnis. Dann meinten die noch so, ja, also vielleicht hat er es ja falsch verstanden oder dann sagen wir, der ist das falsch verstanden. Irgendwie so, dass wir dann da rauskommen. Und da war die Verhandlung nach 5 Minuten vorbei. Ja. Und daran sieht man ja auch, dass nichts vorgefallen ist, weil der DFB hat mich sofort wieder spielberechtigt gesetzt und hat die Geldstrafe weggenommen. Also das war der Teil des Deals. Deswegen hast du gesagt, okay, dann machen wir das halt so. Am Ende ist das Ergebnis zwar irgendwie komisch, aber dafür kannst du wieder spielen. Ja, klingt doof, aber ich kann wieder spielen. Und alles andere oder alles wird wieder normal, schnell normal. So, das war der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, oder warum ich mit dem Horst dann gesagt habe, ja, also was der DFB gibt mir nicht mehr die 5 Spiele zurück, die ich gesperrt war. Der DFB, der, wenn ich die verklage, der sagt, naja, nee, die hat einen guten Grund für, ja, weiß ich nicht, für die Verhandlungen. So. Und am Ende des Tages war das der beste Weg aus der ganzen Scheiße, die passiert ist, für mich das Beste rauszuholen. Dass der DFB auf uns zukommt und sagt, ey, sorry, aber wir haben es sind Fehler passiert und es tut ihnen leid und können wir nicht irgendwie und hin und her. Ja. Was sagst du da? Und dann lese ich überall Kuhhandel oder fiktives Geständnis. Ja, hat das gesagt, hat das nicht gesagt und so. Weißt du, was ich meine? Ja klar, man will irgendwann, dass da auch mal ein Schlussstrich gezogen wird und dass das Ding zu Ende ist. Ja, oder auch was die Leute jetzt mit diesem fiktiven Geständnis, das, also nochmal, ich habe das nicht gesagt, aber der DFB oder man musste das so machen, sonst wäre ich gar nicht aus der Sache rausgekommen. Um diese ganze Angelegenheit jetzt vielleicht doch noch ein bisschen in ein positives Licht zu rücken, gab es denn auch irgendwie Momente, wo du erstaunt warst, wo du dich gefreut hast? Also ich hatte den Eindruck, dass zumindest von unserem Verein oder auch von unserer Fanseite gab es ja große Unterstützung. Ja, 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 muss schon sagen. Also wie der FCS, der mich hier unterstützt hat, Mannschaft, Trainer, Peter Müller, ja, Jürgen Luginger, ja, muss ich schon sagen. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, das hört sich aber doof an, aber man ist ja trotzdem erstaunt, ja, dass so viele Leute einem den Rücken stärken und auch so andere Vereine, andere Trainer, weiß ich nicht, Trainer von Braunschweig, Michael Kölner, viele ehemalige Mitspieler von mir, also muss schon sagen, da war schon viel Rückhalt da und das hat mich dann auch sehr gefreut und auch unterstützt. Also deswegen, ich war oft zu Hause gewesen, klar, in München, weil ich war ja sowieso zu der Zeit so ein bisschen, mit meinem Knie hatte ich so ein bisschen Probleme und deswegen war ich dann mal eine Woche zu Hause, um mal ein bisschen Kopf frei zu bekommen, aber sonst war ich ja auch die größte Zeit dann in Saarbrücken. Was, ja, die Jungs haben mich halt schon alle unterstützt, das ist schon mal schön. Aber es gab natürlich auch Leute, weiß nicht, die, wie gesagt, die mir so Scheiße geschrieben haben, ne? Aber es ist so, wie es ist. Die Zeit kannst du nicht mehr zurückdrehen. Ich gucke jetzt nach vorne und ich bin froh, dass ich jetzt hier sein darf. Und alles das, was vorgefallen ist mit der ganzen Sache, ist ja gut, dass wir mal drüber geredet haben. Absolut. Und am Ende sind es immerhin dann doch noch 9 Spiele für den FCS, die im Lebenslauf stehen und ein Trikot mit Earthman hinten drauf. Jetzt steht wieder Erdmann hinten dran. Ich hoffe, diese Angelegenheit hat jetzt den Earthman nicht gekillt. Nee, ganz und gar nicht. Nee. Also wie gesagt, das war eine schwierige Zeit, aber ich lebe seit über 30 Jahren auf der Sonnenseite des Lebens und so ein paar Regentage schaden nie, um so ein bisschen was wachsen zu lassen, weißt du? Ja. Und jetzt strahlt wieder die Sonne und ich bin sehr glücklich und ich glaube, das ist immer das Schönste oder das, was die Menschen nie so sehen. So was, man wünscht ja nie einem was Böses, aber es gibt Leute, die wünschen einfach immer einem was Böses. Zum Beispiel auch das, was ich mit Taguchi manchmal gehört habe. Die Spieler können nichts dafür, dass der Verein von Anfang an einfach total hirnrissig gehandelt hat. So, einfach gedacht haben, naja, wir umgehen das System oder wir machen irgendwie unser eigenes Ding und wir werden hier der größte Club in München und alle so eine Parolen. Und am Ende des Tages landest du mit allen Vieren auf dem Boden. Ja.
ja nichts dafür. Die Spieler sind jetzt arbeitslos, die kriegen kein Geld, gar nichts. Ich kenne ja ein paar von denen. Die haben Familie. Also was passiert denn, wenn einem von uns das widerfährt? Was macht? Und die Spieler, Scheiße, ja. Spieler können nichts dafür, der Verein ist halt, oder die Verantwortlichen, die muss man dafür auch irgendwie zur Rechenschaft ziehen. Aber wie gesagt, da, das ist auch sowas, zum Beispiel, ich wünsche auch keinem was Schlechtes, die sollen alle hoffentlich was Gutes bekommen, alle hoffentlich irgendwie, weiß ich nicht, gut aus der Sache rauskommen. Und das ist immer so, das habe ich auch in Deutschland zum Beispiel gehasst, dass irgendwie die Leute einem was Schlechtes anhaben wollten, weißt du, dass die Leute einfach irgendwie gesagt haben, weiß ich nicht, hoffentlich wird er vom Auto überfahren. Ach, dann ist er, weißt du? Ja. Also von daher, ich bin überglücklich, dass ich jetzt hier sein darf und gibt Menschen, die gönnen mir das, gibt Menschen, die gönnen mir das natürlich auch nicht, aber das ist halt das Leben manchmal, ne? Also ich glaube, die meisten FCS-Fans gönnen es dir sehr, finden es aber bestimmt auch traurig, dass du ausgerechnet am nächsten Wochenende nicht bei uns spielst, weil wir da zu deinem Ex-Verein 1860 München müssen, die ja jetzt auch nochmal durch diese Türkgücü-Affäre relativ nah rangekommen sind. Für wen schlägt dein Herz jetzt am Samstag? Oh. Ja, ich weiß, eine scheiß Frage, ne? Ja, aber ich bin ganz ehrlich. Ja. Ich habe gestern Nacht noch mit, also für ihn war es jetzt heute Morgen, mit Lexi, mit Stefan Lex geschrieben. Mhm. Die sind ja, für mich war es ja gestern. Ja, gestern sind die aus, oh, ich komme manchmal durch. Ja, gestern sind sie ausgeschieden. Ja. Ja, genau, aus dem Pokal, ja. Aufstart. Da haben wir so ein bisschen geschrieben, da habe ich gesagt, Lexi, ich wünsche, also wirklich, ich liebe euch alle, weil die haben sich auch gar nicht verändert. Die sind ja alle zusammengeblieben. Da sind ja nur zwei, drei neue dazugekommen, aber sonst ist es ja noch quasi meine Mannschaft. Und mein Dickerer ist jetzt nicht mehr dabei. Ja, das stimmt. Sascha ist nicht dabei. Aber sonst sind alle noch zusammengeblieben. Da habe ich auch gesagt, Dexi, tut mir jetzt leid, bitte sei mir nicht böse, aber von allen 5 bis 7 Mannschaften von oben seid ihr leider die Schwächste. Ja, naja, wieso? Und da habe ich ihm das so ein bisschen gesagt, weil jetzt am Ende des Tages, jetzt seid ihr wieder dabei irgendwie mit einem Punkt, weil der DFB einfach, wie ich eben schon gesagt habe, einfach nicht auf die Kette bekommen hat. Überleg mal, die haben kein Geld und können sich im Winter Spieler holen. Ja. Schafft sonst doch Kaiserslautern. Ja, genau. Wie funktioniert das? Das ist das System. Einer muss doch mal das System hinterfragen. Ja, was wieder passieren in der dritten Liga? Ja, du Vollidiot, ist 2 Jahre hintereinander passiert. Ja. Nur weil jetzt irgendwie so ein neuer Fuzzi da bei der dritten Liga, bei der Kommission sitzt, ist es für ihn das erste Mal. Ja, Glückwunsch, aber es ist 2 Jahre hintereinander passiert. Aber so. Nicht, dass du die jetzt noch heißer gemacht hast, weil du denen gesagt hast, ihr seid die schlechtesten von den 5 Mannschaften da oben. Die sind sowieso gebeutelt mit Corona, Verletzten und so weiter. Ja. Und so fort. Größten Kader oder sag ich jetzt mal, was so die Qualität auf der Bank betrifft. Und deswegen. Also ich habe jetzt vor 2 Wochen habe ich ein Interview gehabt, da habe ich gedacht, weil 60 war auf dem aufsteigenden Ast, die haben ja 5 Spiele hintereinander gewonnen, da habe ich gedacht, oh, ja, es könnte zu einem 2-1-Sieg reichen gegen Saarbrücken. So. Und jetzt hat sich meine Meinung leider geändert. Ich glaube, es wird ein 2-1-Sieg für den FCS, weil ich, also, ja. Also die, man muss ja ehrlicherweise auch sagen, die haben es ja, das hört sich so hart an und wenn der Michi das hört oder der Kölner das hört, dann krieg ich bestimmt Ärger. Aber am Ende des Tages haben sie es auch nicht verdient, oben zu stehen jetzt, auf dem 4. Platz. So wie die Saison gelaufen ist. Das haben sie einfach nicht verdient. Und deshalb, ne, verdient, das ist immer so negativ angehaucht, aber ich meine ja verdient einfach, was im Laufe der Saison so passiert ist. Die haben Spiele verloren am Stück ohne Ende, jetzt ausgeschieden im Pokal. Also wenn es wirklich einen lieben Gott oder Fußballgott gibt, dann ich glaube, die Serie spricht auch für den FCS, von daher hoffen wir mal, dass es gut wird. Ansonsten wir hoffen alle mit. also bisher muss ich sagen, ich habe viele Spiele verfolgt. Günni, also ich muss sagen, Günni bisher in den letzten 5-6 Wochen richtig stark. Herausragend, ja. Richtig stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die Defensive, Zelle und Konsorten, die machen es richtig gut. Jetzt auch wieder, auch was Ausfälle betrifft, ne? Mal Zelle krank, mal Zelle irgendwie alte, irgendwann am Rücken gehabt. Und aber muss schon sagen, gefällt mir auf jeden Fall, was die Jungs da machen. Und ich glaube, das wird reichen für. Wenn es nicht für direkt reicht, dann auf jeden Fall für Relegation.
gegen Dresden. Es wäre eine coole Sache und ich glaube, wir würden uns alle sehr freuen, wenn du dann zur Aufstiegsfeier nochmal nach Saarbrücken kommst. Wir würden dich auf jeden Fall alle abfeiern. Wann wäre das denn? Ende Mai. Ende Mai, ja. Kriegst du es noch rein? Bin ich bestimmt in Los Angeles am Auswärtsspiel. Okay, dann machen wir eine Schalte zu dir. Nee, ich weiß es nicht. Naja, eine Schalte zum Sunset Strip. Ja. Also, ich sag mal so, Zweitligaspiel kann man sich auf jeden Fall anschauen. Aber wann habe ich frei? Irgendwann im Dezember oder November. Ja, da komme ich mir ein Zweitligaspiel anschauen. In Saarbrücken. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall für die Jungs, dass es so gut klappt und dass es ja bergauf geht mit allem. Ich freue mich sehr, dass du dir heute so viel Zeit genommen hast. Es ist mit Abstand die längste Folge aller Zeiten, aber ich finde, das war es absolut wert. Weil ich so viel geredet habe wahrscheinlich. Ne? Wir hatten einfach viele Sachen auf der Liste, deswegen gut, dass wir die alle abarbeiten konnten. Ja, stimmt. Ja, hast recht. Ja. Nein, aber vielen, vielen Dank. Danke dafür und dann ganz viel Erfolg in den USA. Nicht nur sportlich, sondern auch sonst, dass du eine ganz fantastische Zeit dort haben wirst. Dankeschön. Wir sehen uns bestimmt mal. Wenn nicht, dann einfach ruf mich an per Skype. So machen wir das. Alles klar. Bis bald. Gut. Danke.